Moin moin und willkommen zurück zu Hardcore Kerbal. Wir sind immer noch dabei, unsere Mission zu erfüllen mit dem Satellitennetzwerk. Ich zeige sie euch hier nochmal. Wir haben jetzt mittlerweile die ersten beiden Comsets oben. Wir brauchen jetzt noch Comset 3 und Comset 4 quasi. Und das würde ich jetzt gerne noch fertig machen. Ist aber jetzt nicht so super spannend und neues, dass ich dafür unbedingt nochmal euch das alles zeigen muss. Deshalb mache ich das jetzt gleich im Zeitraffer. Der geht los, wenn die Musik einsetzt und dauert so circa eine Minute. Das ist für alle von euch, die sich den Zeitraffer nicht geben wollen. Springt einfach eine Minute nach vorne. Für den Rest von euch viel Spaß mit dem Zeitraffer. Wir sehen uns in knapp einer Minute wieder und bis dahin, tschüssi. Die vier Satelliten haben wir jetzt oben. Den Vertrag scheint er noch nicht so richtig zu schlucken. Ich glaube, weil wir einfach teilweise zu exzentrisch und zu viel Inklination drauf haben. Das kann ich jetzt aber noch nicht korrigieren. Ist aber auch jetzt erstmal egal. Also nicht zuverlässig. Da muss ich später mal Mechjab ranschrauben oder bessere Satelliten schicken. Trotzdem haben wir ein gutes Satellitennetzwerk jetzt stehen, was einmal rundrum, egal wo wir sind, uns eine Abdeckung gibt, dass wir mit Sonden arbeiten können. Und von daher trotzdem Mission Accomplished, weil wir jetzt die Rettungsmissionen angehen können. Und zwar hatten wir ja letztes Mal eigentlich auf dem Schirm, dass wir hier einige nette kleine Kerbals retten wollen. Orbit of Kerbin. Ja, nehmen wir mit. Und Orbit of Kerbin. Nehmen wir auch mit. Was ist das eigentlich? Pointer Dinner, One of Kerbin Moon. Incomplete. In Range of Moon. Range of Minimus. Minimus. Aber das können wir später mal machen. So, wir nehmen jetzt erstmal die Rettungsmissionen an. So, das bringt uns auch ein bisschen Kohle. Was haben wir denn jetzt eigentlich noch aktiv? Temperature Surveys. Orbital Surveys of Moon. Aber jetzt besorgen wir uns erstmal Astronauten. So, und dafür brauchen wir natürlich eine adäquate Rettungssphäre. Wir hätten die ganzen Terz nicht umsonst gemacht, wenn es nicht eine mit einem Probe Core oben drauf hätte sein sollen. Guti, das Ganze ist dann der Orbital Rescuer. So, damit sollte das funktionieren. Wir brauchen einen Parachute. Das klingt auf jeden Fall nicht falsch. So. Und was brauchen wir noch? Wir brauchen eine Kapsel, wo jemand drin sitzen kann. Denn wir wollen ja jemanden abholen. Und für den Wiedereintritt braucht derjenige auf jeden Fall auch ein Hitzeschild. Und sicherheitshalber, falls es das abreißt, wir könnten das eigentlich auch generell so machen. Lass uns das mal so bauen. Zack, dann haben wir hier oben Platz für, keine Ahnung, eine Antenne oder so. Denn die werden wir wohl oder übel brauchen, wenn wir da draußen unterwegs sind. Zack. Aber ich glaube, eine reicht uns. Gut, dann. Ach, wir haben ja allerlei neuen Kram, ne? Sehr schön. Würde ich sagen, kleiner 400er Fuel Tank. Zum Manövrieren einen kleinen Motor unten drunter. Sehr schön. Fairings haben wir nur leider noch nicht. Naja, irgendwas ist ja immer, ne? Guti, dann nochmal ein Stack Decoupler. Dann brauchen wir Fuel Tanks. Viele, viele Fuel Tanks.
Können wir damit schon arbeiten? Das ist fast ein bisschen viel, ne? Gut, einen weg. Und ein Swivel dran. Ah, immer noch ein bisschen viel, aber... Okay, nicht übertreiben. Machen wir so. Muss reichen. Guti, dann haben wir jetzt 15 von 30 Teilen weg. Dann gibt's da noch einmal einen Stack-Decoupler und den guten alten Solid-Fuel-Booster. Der schafft 250. Gewichtstechnisch liegen wir da gut. Wir haben jetzt noch drei Teile frei. Machen wir damit. Eva-Items brauchen wir nicht. Wissenschaft wollen wir auch nicht betreiben. Haben wir irgendwas Neues, Spannendes dabei, was wir unbedingt mal mitnehmen müssen? Ich glaube auch nicht. Essen, Trinken, Tralala haben wir genug. Ach, seht ihr ein paar Photovoltaik-Panels schaden uns wahrscheinlich nicht. Denn wir verbrauchen ja Strom mit dem Probe Core und auch mit dem Kerbel durch Tech Life Support und wir wollen ja lebend ankommen. Deshalb nehmen wir uns ein paar Panels mit. So, in der Theorie müsste das eigentlich reichen. Achso, wir haben noch 10 Teile übrig. Heiliges Kanonenrohr. Doch so viel. Was ist das denn? Hydrogentank. Und eine Fuel Cell. Was wir nicht alles später Schönes machen können. Ich glaube, wir kaufen uns jetzt mal... Kaufen wir uns diese Winglets. Ich mag die eigentlich total, weil man denen echt gut Kontrolle halten kann. Okay, wir nehmen die mal noch mit. Für unseren Aufstieg und basteln uns die hier so ran. Das müsste uns eigentlich grob auf Kurs halten. So, dann das. Irgendwas nicht bedacht. Fallschirme haben wir. Hitzeschild haben wir. Kann eigentlich nur gut gehen. So. Bevor wir jetzt aber aufs Launchpad rausgehen und da umkippen, gucken wir mal, dass wir uns alles in Position drehen. Damit wir auch tatsächlich einen Körbel holen können. Das sieht aber gut aus. Gamella kommt gerade angeflogen. Na, ich würde sagen, dann nehmen wir uns mal Gamella als Ziel für den ersten Aufstieg. Und jetzt kontrollieren wir nochmal, dass Jebediah sich hier nicht wieder reingeschmuggelt hat. Das sieht gut aus. Und ab auf die Startplattform. Gucken wir mal, ob das so funktioniert, wie wir uns das vorstellen hier mit der Rettung. Bei Nacht auch noch. Musste ja so sein. Also, Stability Assist rein. Na komm. Stability Assist. Ach. Ich habe gar keine kleine Kontrollantenne gebaut, ne? Ach, ärgerlich. Wir haben keine Connection, also können wir das Ding gleich mal recovern, so wie es ist. Und noch eine ordentliche Antenne anbauen. Ah, was das wieder kostet, Freunde, ne? Was das wieder kostet. Irgendwie habe ich aber im Hinterkopf, dass auf dem Launchpad unten man noch aus irgendeinem Grund Kontrolle hätte über das Ganze. Wie sich wieder einmal herausstellt, ist dem nicht so. So, was weiß ich. Hier so. Zack. Damit müsste das... Oh, das ist aber fürchterlich unsymmetrisch. So, es war auch unsymmetrisch, aber... Jetzt sollte es auch funktionieren. Ja. Sehr viel besser. So, dann. Zweiter Anlauf. Auf geht's, Gamella zu retten. Gamella, wie auch immer. Die gute Frau, die da oben in der Kapsel sitzt. Also, wir sollten jetzt auf jeden Fall über unser Satellitennetzwerk genug Kontakte haben, dass wir hier in aller Ruhe uns in Position bringen können, um die gute Gamella zu erwischen. Das Problem dürfte sich also gelöst haben. Und jetzt schauen wir mal, ob wir sie aus dem Orbit abgreifen können. Ein bisschen Verstärkung bei unseren Kerbels würde uns ja auch ganz gut tun. Die Rakete ist auf jeden Fall schon mal ganz okay. Ich glaube, die ist auch nicht so ein richtiges Meisterwerk. Es ist eigentlich so ziemlich die gleiche Rakete wie sonst auch immer. So. Was ihr vielleicht gemerkt habt, ich habe jetzt seit der 1.05 leider ein bisschen Probleme mit dem Beautification Mods. Ich bin jetzt oft in der Nacht gestartet, also aber falls wir nachher mal tagsüber starten, nicht wundern, ich habe die im Moment deaktivieren müssen,
weil die nicht sauber laden und das ganze Spiel zum Abstürzen bringen. Da ist irgendwas mit der 1.05 leider jetzt anders. Aber alle anderen Mods sind zum Glück mittlerweile auf dem Stand und funktionieren ganz gut. Hätte also auch deutlich schlimmer sein können. Von daher alles gut, aber die Beautification-Mods sind im Moment halt raus. So, wir sind auf einem guten Weg nach oben. Jetzt gucken wir mal, wie wir zu Gemella aussehen. Ich glaube, wir müssen dann ein bisschen weiter nach oben als sie. Also sollten so ein, wahrscheinlich so ein 100.000 Meter oder 100 Kilometer Orbit einschlagen. Umkurbeln. Damit müssten wir dann eigentlich ganz gut zurande kommen, um ihr auf die Schliche zu kommen. So, Treibstoff sieht auch okay aus. Ja, ich glaube, im Moment mache ich mir relativ wenig Sorgen, dass irgendwas ist. Wir haben wirklich auch eine sehr, sehr gute Abdeckung durch Satelliten. Guck mal, sieht ja schön aus, als ob wir hier irgendwie, keine Ahnung, mit diesen Flitsche-Gummis spielen, wo man so Figuren in den Händen macht. Ich weiß gar nicht, wie das Spiel hieß, aber ich weiß, dass man sowas früher auf dem Schulhof gemacht hat. Viel früher. So. Aber jetzt fliegen wir erstmal ins Weltall. Aufstieg sah auch schon mal irgendwie besser aus. Der Winkel ist nicht so dolle. Keine Ahnung, was wir hier gerade für Probleme haben. Geht der denn so flach? Achso, wir könnten mal Vollschub gehen, ne? Nicht hier nur so rumdüdeln. Dann passiert wahrscheinlich auch was. Jawohl, besser. So. Also ich denke mal, wir werden einiges vor Gemella im Orbit landen. Aber wir haben ja dann Zeit, um uns anzunähern. Ich gehe mal auf 120 hoch sogar, damit wir wirklich deutlich langsamer sind als sie. Weil unsere Ressourcen erlauben uns das auf jeden Fall. Wir haben noch einen kompletten 180er Tank dann. Jawohl. So, ich nehme jetzt erstmal hier den ab. So, ach so, das erste, was wir machen können, ist die blöde große Antenne ausfahren. Zack. Und ab auf die nächste Stufe. Und ich dehne jetzt unseren Orbit noch ein bisschen aus, bis wir wirklich die 120 erreicht haben. Dann machen wir 110, wir müssen es nicht ganz übertreiben. Ich glaube, das soll schnell genug gehen. Obwohl, wenn wir 121 gehen, können wir ein bisschen schnelleren Time Warp machen. Das ist vielleicht gar keine blöde Idee. So. Mhm. 121. Okay. So. Oh, da kam sie jetzt doch schneller an, als ich gedacht hätte. Alles klar, dann müssen wir das gleich ausgleichen. Ah, da habe ich mich ein bisschen vertan. Zack, jetzt geht's erstmal ab in den Orbit. Oh, dann müssen wir da drüben ein bisschen kürzer gehen. Fällt mir wieder ein, ich kann gar keine Targets setzen, ne? Das wird auch schwierig, ohne Target zu fliegen. Na gut, schauen wir mal, wie das so funktioniert. Aber auch das kriegen wir irgendwie hin. Auch das. Also wir kriegen jetzt erstmal hier irgendwie einen Orbit draus gequetscht. Der wird ganz schön groß gerade, ne? Komm schon. Was ist jetzt hier? Eieieiei. Ist aber auch verschwenderisch gewesen gerade, der Aufstieg. Naja, war schon mal besser, war aber auch schon mal deutlich schlechter. So. Jetzt müssen wir als erstes mal Retrograde gehen. Und uns hier ein bisschen an die 90 ranschmuggeln wieder. Okay.
So, und jetzt hoffe ich mal, dass wir der guten Dame relativ bald näher kommen, damit wir was draus machen können. So. Wie weit ist es noch? 30 Kilometer ist ganz schön viel. Also, sobald wir auf 2500 rankommen, müssen wir irgendwas machen. Der bewegt sich so auf um und bei 89. Okay. Das heißt, wir ziehen den da hinten mal auf 80, 85 dann hoch, sobald ich an der Apoapsis bin. So, jetzt müssten wir da sein. Genau. Also, ich gehe jetzt mal Prograde. Jetzt geben wir so einen ganz kleinen Dribbelschub. So, ich möchte mich nämlich nicht zu schnell annähern, damit wir noch Zeit haben zu reagieren. So, und dann hoffen wir mal, dass wir jetzt in der Nähe kommen, dass wir umschalten können zu ihr. Das ist nämlich so ein bisschen die Grundvoraussetzung für den ganzen Spaß, damit das funktioniert. So, wir sind jetzt kurzzeitig mal höher als sie. Da gewinnt sie wieder Entfernung. Und jetzt kommen wir wieder ran. Jawohl. Ein Space-Verfolgungsrennen. Wie spannend ist das denn? Not. Aber wir kommen näher. Kommen der Sache tatsächlich deutlich näher. So, ich guck mal, wo wir jetzt sind. Sind noch nicht ganz. Noch nicht ganz an der Periapsis angekommen. Okay, das heißt, wir werden noch schneller werden. Okay, jetzt probieren wir mal was. Und zwar müsste beim Prograde relativ gut auf sie zugehen können. So. Über ihr scheinbar. Ich gucke mal kurz, ob ich schon umschalten kann. Ne, noch nicht. Ja, viel Sprit haben wir auch nicht mehr, ne? Ja, ich bremse den Orbit mal wieder ein bisschen runter. So, sie ist auf 82 momentan. Wir sind auf 85. Dann sind wir auf 75. Okay. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Komm schon, Gemella. Lass dich einholen. Sie ist auf 89, wir sind auf 83. Wir sollten jetzt deutlich aufholen. Ja. Aufpassen, dass wir nicht an ihr vorbeigammeln. Wir sind schneller als sie im Moment. Okay. Das müssen wir an einer bestimmten Stelle wieder ändern. Sie hat jetzt 91. Drüben hatte sie knapp 86. Es fehlen die Manöversymbole. Es fehlen wirklich die Manöversymbole. Merkt man jetzt gerade ziemlich schmerzlich. Gucken, ob uns das
in die richtige Richtung zumindest bringt. Kommende Sache näher. Ich kann jetzt wirklich nur auf Sicht fliegen hier. Ungefähr. Oder auch nicht. Mal gucken, wie nah wir noch rankommen. Geben wir das Craft. Können wir schon umspringen? Ich glaube, bei 2,5 geht's erst. Okay. Oh, 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 hier geblieben. Hier geblieben, kleiner Satellit. Komm schon. So, Abfangkurs, sie fliegt da lang. Wir müssten so ungefähr. Komm schon. Komm noch ein bisschen. Ah, das war ein bisschen zu viel. Ah, da haben wir sie. Da haben wir sie. So, jetzt. Heißt es schnell, schnell. Wieso können wir nicht rüber zu ihr? Hallo, Freunde, schnell. Ich muss Gemella kontrollieren gehen. Schnell, schnell, schnell. Gemella, Gemella, Gemella. Gemellas Craft. Und los. So, wir holen sie jetzt hier nämlich einfach raus. Einfach, quasi. Und hoffen mal das Allerbeste. Nämlich, dass wir es schaffen, zum Orbital Rescuer hinzukommen, bevor uns alles ausgeht, was wir so brauchen. So, das wird jetzt ein bisschen spannend, weil wir jetzt auf Sicht angleichen müssen. Und der Orbital Rescuer auch ganz kurz davor ist, in die Atmosphäre einzutreten wieder. Ich hoffe inständig, dass wir da hinterherkommen. Oh, der geht ganz schön ab. Komm schon. Komm schon. Ah, wir sind auf gleicher Geschwindigkeit mittlerweile. Okay, wir nähern uns an. Wir nähern uns an. Das ist gut. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu viel Ether-Fuel raushauen. So. We have performed this by... Bla 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 bla. So, jetzt müssen wir nach unten scheinbar, um ihn zu kriegen. Das wird knapp. Schauen wir mal, ob wir das hinbekommen. Das wird spannend. Okay. Licht schon mal an. Okay, okay, okay. Bisschen abbremsen. Also ich beginne jetzt das Bremsmanöver schon mal. Gib ein bisschen Schub nach oben, um mich so gut wie möglich anzugleichen. Okay, ich glaube, die Höhe habe ich ausgeglichen. Jetzt haben wir nur noch Vorwärtsbewegung, das müsste ich hinbekommen. Wir sind noch relativ schnell. Okay, ich bremse noch ein bisschen. Oh, wir haben richtig einen Affenzahn drauf. Aber das kriegen wir ausgeglichen, glaube ich, mit dem Ether-Fuel, was wir noch haben. Komm schon. Hoch und vorwärts. Hoch und vorwärts, jawohl. Okay, sehr gut. Ich glaube, das kriegen wir hin. Ich glaube, das kriegen wir tatsächlich hin. Sehr, sehr schön. Okay, runter. Bremsen, jawohl. Jetzt haben wir es. Okay, also, ist alles nicht eine ganz einfache Geburt, aber auch ohne irgendwelche Target-Dinger kann man offensichtlich... Ah, hier waren wir schon. Schade. Kann man offensichtlich Kerbals einfahren. So, und jetzt kriegt die gute Frau erstmal wieder ein bisschen Sauerstoff und Wasser und Essen und alles. Und wir sind tatsächlich auch schon auf einem Wiedereintrittskurs, glaube ich, oder? Nee, noch nicht. Wir haben noch zu viel getüdelt. Aber dann würde ich sagen, holen wir sie jetzt mal hoffentlich in einem Stück nach unten. Zurück auf den Boden der Tatsachen. Hätten dann quasi unseren ersten Kerbal oder unsere erste Kerbal in dem Fall. Die
wir aus dem All gerettet haben, erfolgreich. Sehr schön. So, das heben wir uns gleich nochmal auf, den Sprit. Jetzt machen wir noch die Fallschirme startklar. Und zwar wollen wir die höhenbedingt auslösen bei 3,5. Und so, zack. Und wir machen die Dinger scharf. Okido. Dann heißt es jetzt Wiedereintritt, würde ich sagen. Da time warpen wir uns mal hin. In der Hoffnung, dass das alles so klappt. Und was wir jetzt, glaube ich, auch nicht mehr brauchen, ist die große Kommunotron-Antenne. Denn wir haben ja jetzt einen Körbel, ne, der das Steuern übernehmen kann. Guti. Und wir haben natürlich auch mit der kurzen Antenne immer wieder Verbindung, weil die Satelliten ja nur in knapp 500 Kilometer Orbithöhe fliegen. Wir sind aber mit der 500 Kilometer Antenne ausgestattet. Das ist dieses große Querding hier. Damit sollte das eigentlich klappen. Okay. Ja, wisst ihr was? Ich glaube, wir können uns auch vornehmen. Was haben wir hier? Recently attracted contributions from numerous organizations. A crew transfer Neil Kerbin. Yay! Warum auch immer. Da freuen wir uns sehr. So, weg mit dem Treibstoff, würde ich sagen. Da verletzt sich noch wieder jemand. Und dann wieder Eintritt. Bin mal gespannt, wie sich die Kapsel so hält. Aber eigentlich ist da nichts Spezielles, Großes, Tolles dran. Von daher müssten wir das hier ganz gut unter Kontrolle halten können. So. Hoppala. Zeitraffer immer ein wenig gefährlich. So. Periapsis ist ziemlich weit runter mittlerweile. Okay, da. Ich gucke mal, ob die Kapsel sich von alleine in den Wind zieht. Ja. Das sieht gut aus. Also ich lasse sie jetzt ohne SAS sinken. Puh, das war eine schwere Geburt. Das war gar nicht so einfach. Also wir brauchen dringend die nächste Stufe von der Radarstation, damit wir irgendwie zu Potte kommen und Kurse plotten können. Da können wir gleich mal gucken. Ich glaube, die schlägt irgendwie mit 300.000 oder so zu Buche. Da müssen wir mal sehen, ob wir uns das irgendwie leisten können. Aber jetzt warten wir erstmal kurz den Wiedereintritt ab. Aber ich gehe davon aus, dass hier nichts schief geht. Also würde mich zumindest sehr wundern. So, also ich kontrolliere jetzt hier gar nichts, ich lasse das einfach nur nach unten brausen. Genau, wie ihr seht, guckt mal, wir kriegen sogar über die Satellitenrelays Funkverbindung hin. Also von daher alles super mit unserem Satellitennetzwerk, auch wenn das Contract-Ding aus irgendwelchen Gründen nicht der Meinung ist, dass das gut wäre. Für uns ist es gut. Also egal, ob wir dafür jetzt erstmal Kohle bekommen oder nicht, für uns ist es gut und wir kriegen das hin. Wir können es wirklich auch exzessiv nutzen mit unseren Probes. So, 30.000 Meter, 2.000 Meter pro Sekunde. Das sieht gut aus auch. Was ich sehr cool finde übrigens bei 105, ist jetzt dieses farbliche Hervorheben der Fallschirme. Also das mag ich sehr. Das macht vieles einfacher, um auch zu erkennen, ob man jetzt im sicheren Bereich ist oder nicht. Oder ob man sich noch bei irgendwas im Kopf machen muss. Ja, also ist jetzt mit Real Shoot nicht ganz so interessant, weil wir voreingestellt auslösen. Aber so fürs normale Fliegen ist das, glaube ich, recht praktisch, dass sie diese Farbcodes jetzt reingemacht haben. Ich glaube, es wird gelb, wenn es dann noch risky ist und nachher dann wieder ganz normal, wenn alles gut ist. Oder sogar grün, ich weiß es nicht, werden wir gleich sehen vielleicht. Und das macht schon vieles einfacher, weil man vorher immer auf den Fallschirm so mit Rechtsklick nachgucken musste. Und das war, fand ich, ein bisschen umständlich. Ist so jetzt doch deutlich besser. So, das haben wir durch. Dann haben wir noch, ja, der eine ist ja irgendwie am Arsch der Welt draußen. Der hat ja irgendwie einen Orbit um den Moon. Auch wenn hier steht um Kerbin. Also der ist um Kerbin zwar, aber irgendwie seine Umlaufbahn ist da draußen irgendwo.
den wir noch retten müssen. Das wird auch noch richtig spannend. Da müssen wir mal gucken, was uns da einfällt. Aber jetzt gucken wir erstmal, dass das hier mit Gemella alles klappt mit der Landung. So, wir gehen gleich unter die 1000 runter. Das heißt, wir sind gleich aus dem Gefährlichsten raus. Jawohl. Sehr schön. Ich packe noch mal ein bisschen Zeitraffer rein. Bei 3,5 Kilometern müssten die Fallschirme dann auch aufgehen. Also die sind jetzt auch aus der gefährlichen Zone raus. So, erster völlig manuell geretteter Kerbal. Also bei 2 Fallschirmen bin ich mir eigentlich sicher, dass die aufgehen. Dass auch nichts Wildes passiert. Wir lösen, glaube ich, bei 900 dann auf. In die voll aufgespannten. Jawohl. Okay, dann lassen wir die schnell noch nach unten sinken. Sehr schön. Huch, falscher Knopf. Das ist das. Und dann holen wir sie nach Hause, die gute Frau. Einen haben wir gerettet. Jetzt gucken wir mal, was uns diese lustige Radarstation denn kosten wird. Wir haben jetzt 150.000. Kostet uns 300. Okay, was kriegen wir denn? Flyby Minimus. Das wäre natürlich richtig viel Kohle. Die hier bringen aber auch gar nicht schlecht Kohle. Specific Orbit. Ah, die bringen richtig Geld, aber dafür muss man es auch wirklich machen, ne? Flyby, bla bla bla. Das ist alles ganz schön viel. Simply head to Minimus and pass by it. Easy as pie. No risk at all. Das Problem ist, dass wir vorher dieses Kursplot-Ding brauchen. Ne? Also komme, was wolle. Wir müssen irgendwie erstmal die Kohle zusammenkriegen, damit ich dieses Upgrade machen kann. Das heißt, wir werden hier noch ein paar Leute aus dem Orbit retten. Ob es uns gefällt oder nicht. Damit wir uns dieses Upgrade hier leisten können. Was natürlich super, super schade ist, weil hätte ich das Ding hier nicht in die Luft gejagt, hätten wir die Kohle jetzt wahrscheinlich schon zu großen Teilen zusammen. Ja, das heißt, was ich jetzt als nächstes mache, ist mir gleich noch ein Raumschiff zusammenzimmern und dieses Rettungsmanöver nochmal wiederholen. Aber für euch nicht mehr in dieser Folge, sondern das werde ich wieder in der ersten Folge die nächsten beiden Körbelrettungen nochmal im Zeitraffer schnell durchführen, damit ihr das nochmal in der kurzen Variante habt. Und dann hoffe ich, jetzt wartet mal, jetzt bevor ich hoffe, können wir einfach mal zusammenrechnen, ob es reicht. Dann hoffe ich, dass wir die Kohle zusammen haben. Uns fehlen jetzt noch knapp 140.000. Wenn wir die beiden Rettungsmissionen hier machen, 35.000, nochmal 35.000, dann fehlen uns noch knappe 70.000. Hier gibt es 35.000 in Advance, das heißt, wir müssen noch irgendwo 35.000 zusammenkratzen, plus vielleicht ein bisschen Safety-Kohle, um irgendwie eine Rakete bauen zu können. Aber alles in allem sieht das schaffbar aus. Also wir gucken mal, dass wir die 2 TUIs da noch, beziehungsweise die 2 Astronauten noch holen. Und da ich jetzt schon mal hier bin und neugierig, gucken wir auch noch gleich mal. Gemella ist ein Engineer. Das heißt, wir haben jetzt auch schon Level 1 Engineer. Das ist ja auch nicht so ganz völlig falsch. Und ja, in diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Robert und tschüss.